Gut, starten wir. Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel Hannover 96 gegen Kaiserslautern. Endstand habt ihr alle gesehen. 1:0. 28.800 Zuschauer haben die Partie hier in der HDI Arena verfolgt. Ich begrüße recht herzlich unseren Gästetrainer Norbert Meyer und unseren Cheftrainer Daniel Stendel und bitte Herrn Meyer gleich um seine Analyse, sein Statement zum heutigen Spiel. Herr Meyer, bitteschön. Ja, Glückwunsch an Hannover zu den drei Punkten und zur Tabellenführung. Ich denke, unsere Mannschaft hat heute ein sehr, sehr ordentliches Auswärtsspiel gemacht. Ich bin schon der Meinung, dass wir zumindest einen Punkt hier hätten uns verdient. Wir haben sehr zielstrebig gespielt, haben ganz wenig zugelassen, auch speziell in der zweiten Halbzeit, haben unsere Möglichkeiten gehabt. Das ist leider ein altes Problem, dass wir daraus zu wenig machen. Möglichkeiten waren genügend da, haben dann beim 0-1 den entscheidenden Fehler gemacht, köpfen den Ball ins Zentrum. Dann wird der Ball rübergespielt. Vielleicht muss Marcel Gauss in dem Moment stehen bleiben, darf nicht grätschen. Und dann macht der Bech das Ding gut rein. Wir haben aber überhaupt nicht den Kopf irgendwo hängen lassen, haben direkt im Anschluss auch weitere Möglichkeiten gehabt. Mit Pritschibikus Kopfball, mit Mvenes Torschuss, mit dem Lattenschuss. Also wie gesagt, ich denke, die Mannschaft hat sich sehr, sehr gut verkauft hier. Und das ist das, was wir mitnehmen heute, wenn wir schon keine Punkte mitnehmen können. Mit der Leistung bin ich insgesamt sehr zufrieden. Dankeschön. It's about to be late.